Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns weiter mit der Objektorientierung beschäftigen und da insbesondere kennenlernen, wie wir nun eigene Objekte definieren können. Dafür müssen wir zunächst eigene Klassen definieren und dann natürlich die Instanzen, die konkreten Objekte, die wir dann in unserem Programm verwenden wollen. Wie können wir nun eine eigene Klasse definieren? Das ist im Grunde genommen ganz ähnlich wie das, was wir bei Funktionen schon kennengelernt haben. Wir müssen sie zunächst einmal definieren, aber dann machen sie erst einmal nichts und liegen ähnlich wie Funktionen stumm und faul in der Ecke, bis man irgendwann sagt, jetzt möchte ich ein solches Objekt erzeugen. Dafür rufen wir mit new den Konstruktor auf, wie wir das in den letzten Videos schon kennengelernt haben. Darum kümmern wir uns dann später, denn anders als bisher, wo wir ja ausschließlich Objekte von Klassen instanziiert haben, die es bereits gibt, weil sie in JavaScript vordefiniert sind, müssen wir jetzt erst einmal die Klassen selber definieren, also ihren kompletten internen Aufbau mit ihren Eigenschaften und Methoden beschreiben. Wir definieren eine Klasse ganz ähnlich, wie wir bislang eine Funktion definiert haben. Dort hatten wir die Definition der Funktion mit dem Schlüsselwort Function begonnen. Da überrascht es vermutlich nicht wirklich, dass wir die Definition einer Klasse mit dem Schlüsselwort Class beginnen. Bei der Funktion folgte auf das Schlüsselwort der Name der Funktion. Hier folgt entsprechend der Name der Klasse. Wenn wir also eine Klasse für Studentenobjekte definieren wollen, schreiben wir Class Student. Wenn wir eine Klasse für Buchobjekte definieren wollen, schreiben wir Class Buch. Wenn wir eine Klasse für ganz allgemeine Produkte definieren wollen, schreiben wir Class Produkt. Wie immer sind die Namen willkürlich, aber in unserem eigenen Interesse sollten wir auch hier wieder vernünftige Namen wählen. Und wir sollten die Namen der Klassen immer mit einem großen Buchstaben beginnen. Auch das müssen wir nicht tun, aber so macht man es üblicherweise und es hilft einem, den eigenen Code auch in ein paar Wochen noch verstehen zu können. Dann kommt eine öffnende, geschweifte Klammer, ganz ähnlich wie wir das schon von Funktionen her kennen. Und in diese geschweiften Klammern hinein kommt die komplette Klassendefinition. Als allererstes kommt dort immer der Konstruktor hinein. Den definieren wir dadurch, dass wir dort das Schlüsselwort Constructor hinschreiben. Der Konstruktor ist ja eine Methode, also im Grunde eine Funktion, das heißt, er bekommt auch Parameter übergeben. Kann er zumindest, denn die Parameterliste kann wie immer auch leer sein. Auf jeden Fall aber müssen wir die runden Klammern dorthin schreiben und in diese dann entweder die Parameterliste, ein Parameter oder mehrere, je nach Bedarf, oder einfach gar nichts. Dann haben wir keine Parameter, die unser Konstruktor entgegennehmen kann. Der Konstruktor muss dann noch programmiert werden, wie eine ganz normale Funktion, mit ein paar Besonderheiten, auf die wir noch zu sprechen kommen. Dieser Funktionsrumpf wird wie üblich in geschweifte Klammern geschrieben. Danach, noch innerhalb der Klassendefinition, also noch vor der schließenden geschweiften Klammer, die zu der Klassendefinition gehört, kommen die weiteren Methoden, die wir für unsere Klasse programmieren möchten. Die werden genau wie Funktionen geschrieben, nur lassen wir dort das Schlüsselwort Function weg. Das Schlüsselwort Function taucht innerhalb einer Klasse niemals auf, sondern wir schreiben dort immer einfach nur den Methodennamen hin. Dahinter direkt in runde Klammern die Parameterliste, wie üblich. Auch die kann bei manchen Methoden natürlich leer sein. Und dann in geschweifte Klammern eine ganz normale Funktion. Fast ganz normal zumindest, denn auch hier gibt es noch eine kleine Besonderheit. Jede Methode kann wie eine Funktion Return-Anweisungen enthalten, muss das aber nicht ganz nach Bedarf. Die Definition von Klassen nehmen wir am zweckmäßigsten immer dadurch vor, dass wir für jede Klasse, die wir programmieren, die meisten Programme verwenden nicht nur eine Klasse, sondern mehrere, jeweils eine einzelne Datei verwenden. Wir werden jetzt am Anfang erst einmal nur mit einer einzelnen Klasse arbeiten. Die definieren wir in einer eigenen JavaScript-Datei, in der also nur JavaScript-Code steht, der zunächst einmal nicht ausgeführt wird, weil er ja eben nur die Definition einer Klasse ist. Erst wenn wir die Klasse dann instanziieren, also ein Objekt der Klasse erzeugen, wird dieser Code tatsächlich zur Ausführung kommen. Diese Datei sollte immer genauso heißen wie die Klasse, also student.js, buch.js oder produkt.js beispielsweise. Das erleichtert es uns auch bei größeren Projekten den Überblick zu behalten. Wir finden unsere Objekte dann hinterher leichter wieder, wenn wir irgendwann mal etwas modifizieren wollen. Wir haben eine bessere Struktur in unserem gesamten Projekt, sodass wir auch später immer noch verstehen, was wir da eigentlich wo programmiert haben. Natürlich müssen wir unserer HTML-Seite, in der wir wie üblich unser Hauptprogramm schreiben, mitteilen, dass es diese Klasse gibt. Nehmen wir uns als ein erstes Beispiel einfach einmal ein Studentenobjekt vor, beziehungsweise eine Klasse von Studentenobjekten. Wir wollen also eine Klasse definieren, die Student heißen und die Daten eines Studenten enthalten soll. Wir machen uns das im Moment ganz einfach. Stellen wir uns vor, wir wären eine Universität und wollten eine Liste von Studierenden verwalten. Ich habe sie hier Student genannt, auch wenn das die männliche Bezeichnung ist, aber wir können natürlich auch Studentinnen in diesen Objekten speichern. Dann müssen wir uns überlegen, was die für uns hier relevanten Daten sind, die wir verwalten wollen. Ich möchte hier einfach nur eine Liste von Namen und Matrikelnummern haben. Die Namen hätte ich gerne getrennt als Vorname und Nachname gespeichert, damit ich die zum Beispiel später einmal sortieren kann. Hätten wir jetzt eine ernsthafte Anwendung, dann würden wir vielleicht die Namen in der Reihenfolge ausgeben, dass zunächst der Nachname steht, dann ein Komma, dann der Vorname.
Wir würden die Liste vielleicht auch nach Nachnamen sortiert ausgeben wollen, bei gleichem Nachnamen dann natürlich mit dem Vornamen als sekundäres Sortierkriterium. Beides können wir viel leichter erreichen, wenn wir den Vor- und den Nachnamen getrennt speichern, also im selben Studentenobjekt, aber in getrennten Eigenschaften. Vielleicht wollen wir die Liste auch nach Matrikelnummern sortieren. Deshalb ist es immer sinnvoll, die einzelnen Eigenschaften dessen, was wir modellieren wollen, auch in einzelnen Eigenschaften unserer Objekte zu speichern. Deshalb heißen die Dinger so. Wir speichern also sinnvollerweise den Vornamen in einer Eigenschaft Vorname, den Nachnamen in einer Eigenschaft Nachname, die Matrikelnummer in einer Eigenschaft Matrikelnummer. Dann möchte ich eine Methode haben, mit der wir den Namen leicht ausgeben können. Auch da stellen wir uns wieder vor, wir hätten ein komplexeres Projekt, bei dem dann an verschiedenen Stellen die Namen ausgegeben werden sollen. Vermutlich sollen sie aber immer einheitlich ausgegeben werden, also immer in derselben Weise. Ich möchte sie zunächst einmal immer so ausgeben, dass wir den Vornamen schreiben, dann ein Leerzeichen und dann den Nachnamen, so wie man als normaler Mensch einen Namen schreibt. Wir wollen aber eventuell zu einem späteren Zeitpunkt den Namen so ausgeben, wie ich das eben schon beschrieben hatte. Erst der Nachname, dann ein Komma, ein Leerzeichen und dann der Vorname. Dann müssen wir nur an einer einzigen Stelle etwas ändern, nämlich in der Methode, die für die Ausgabe des Namens zuständig ist. Bei unserem Mini-Beispiel, das ich hier jetzt gerade bastle, macht es keinen wirklichen Unterschied, weil ich hier gleich nur ein einziges Studentenobjekt und dementsprechend auch nur eine einzige Ausgabe haben werde. Wenn wir aber ein größeres Projekt hätten, würden wir den Unterschied sehen. Und das werden wir uns schon im nächsten Video angucken. Der nächste Schritt besteht jetzt darin, dass wir zu dieser Überlegung, die wir gerade angestellt haben, was wir eigentlich in unseren Studentenobjekten speichern wollen, wie unsere Studentenobjekte aussehen sollen, nun ein Klassendiagramm aufmalen. Unsere Klasse soll also Student heißen und drei Eigenschaften haben. Den Vornamen als eine Zeichenkette, den Nachnamen ebenfalls als eine Zeichenkette und die Matrikelnummer, die ich hier abgekürzt als MatNR bezeichnet habe, als eine Zahl. Letztere könnten wir auch als Zeichenkette speichern, aber dann könnte es, wie ihr in den Übungsaufgaben schon kennengelernt habt, das eine oder andere Problem bei der Sortierung geben. Dann stellt sich die Frage, welche Methoden wir nun brauchen. Natürlich brauchen wir den Konstruktor und wir wollen eine weitere Methode haben, die uns den Namen zurückgibt. Ich habe sie einfach getName genannt. GetName braucht natürlich keinen Parameter zu bekommen, weil ja alle Daten, die wir benötigen, schon in dem Studentenobjekt drinstehen. Was wir wissen wollen, ist ja, wie heißt der oder die denn? Also müssen wir nur den Vornamen und den Nachnamen aus den entsprechenden Eigenschaften auslesen, zusammenbasteln und dann als Zeichenkette zurückgeben. Deshalb hat die Methode getName als Rückgabewert eine Zeichenkette, einen String. Der Konstruktor hingegen braucht natürlich mehrere Parameter, denn wann immer wir ein neues Studentenobjekt erstellen wollen, wollen wir sichergehen, dass es auf jeden Fall über einen Vornamen, einen Nachnamen und eine Matrikelnummer verfügt. Diese drei Parameter schreiben wir daher in die Parameterliste des Konstruktors hinein. Wenn wir später ein Studentenobjekt erzeugen, können bzw. müssen wir direkt bei der Erzeugung diese drei Parameter angeben. Dann existiert der Student bzw. die Studentin mit all seinen bzw. ihren Daten, die wir als notwendig erachten. Wir könnten diese Eigenschaften auch später hinzufügen, aber dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Am geschicktesten ist es im Allgemeinen, wenn wir die Eigenschaften, über die sowieso jedes Objekt dieser Klasse verfügen muss, direkt in den Konstruktor hineinschreiben. Es könnte optionale Eigenschaften geben. Wir könnten vielleicht noch so etwas wie eine Adresse speichern wollen, aber die Adresse ist vielleicht nicht verpflichtend, die haben wir vielleicht nicht für jeden Studenten gespeichert. Dann könnten wir darauf verzichten, sie im Konstruktor anzugeben und würden sie dann zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Aber um solche optionalen Eigenschaften machen wir uns an dieser Stelle noch keine Gedanken. Im Moment gehen wir davon aus, dass alle unsere Studenten von vornherein diese drei Eigenschaften besitzen und das auch immer müssen. Deshalb übergeben wir diese alle an den Konstruktor. Der Konstruktor liefert keinen Rückgabewert, das ist nicht erforderlich. Er würde ansonsten sowieso weggeworfen werden, weil wir den Konstruktor immer zusammen mit new verwenden. Das new erzeugt ein Objekt dieses Typs und liefert das entsprechende Objekt zurück. Dieses konkrete Objekt, die Instanz, können wir dann in einer Variablen speichern. Jetzt haben wir diese ganzen Vorüberlegungen angestellt und können uns damit an die Arbeit machen, was bedeutet, dass wir dies nun tatsächlich programmieren wollen. Wir wollen also jetzt ein kleines Programm schreiben, in dem wir erstmals selber eine Klasse definieren und anschließend eine Instanz dieser Klasse erzeugen, um zu sehen, ob das auch alles funktioniert. Ich wechsle nun in die Entwicklungsumgebung und würde euch vorschlagen, dass ihr versucht, das Ganze Schritt für Schritt nachzuvollziehen und bei euch auf eurem eigenen Computer ebenfalls ans Laufen zu bringen. Wenn unterwegs etwas nicht klappt, verwendet die Fehlerkonsole, die ihr in eurem Browser über das Menü für Webentwickler findet. Dort gibt es Hinweise auf mögliche Fehler. Pausiert das Video und blättert im Zweifelsfall zurück, um zu sehen, wo bei euch etwas anders ist als bei meinem Vorgehen und denkt immer daran, es kommt an vielen Stellen auf jedes einzelne Zeichen an. Ein falscher oder vergessener Buchstabe oder ein anderes Zeichen kann schuld sein, wenn nichts mehr geht. Die Abhilfe ist oft leicht, wenn man die Fehlerstelle erst einmal gefunden hat. Vor allem aber, kaputt machen kann man nichts. Im schlimmsten Fall löscht man alles und fängt noch einmal von vorne an.
Ich habe hier wieder etwas vorbereitet und zwar habe ich unsere Vorlagedatei genommen und hier einmal den Titel verändert. Der lautet nun nicht mehr Vorlage, sondern Beispiel Verwendung von Studentenobjekten. Außerdem habe ich das P-Element, das wir in der Vorlage immer hatten, rausgeschmissen und es durch ein Script-Element, eine Script-Umgebung ersetzt. Dort hinein werden wir gleich unser Programm schreiben. Bevor wir damit aber starten, wollen wir als erstes unsere Studentenobjekte erfinden. Dazu nehmen wir uns eine neue Datei her und speichern die schon einmal unter dem Namen student.js. Das machen wir natürlich in demselben Verzeichnis, in dem auch unsere Datei student.html schon liegt. Hier unten sehen wir, dass sich die beiden Dateien im selben Verzeichnis befinden. In die Datei student.js wollen wir nun unsere Klasse Student schreiben. Wie machen wir das? Nun, wir müssen als erstes das Wörtchen Class hier hineinschreiben. Und wenn ich das hier in diesem Editor mache und einfach die Eingabetaste drücke, ist er so nett, hier schon ein paar Sachen vorab auszufüllen. Wo hier ClassName steht, muss ich natürlich den Namen eintragen, den unsere Klasse tragen soll. Wir wollen sie Student nennen. Die Datei hatte ich ja schon ebenso genannt. Und es ist eine gute Angewohnheit, die Datei ebenso zu nennen wie die Klasse, die in ihr definiert wird. Student heißt die Klasse, Student.js heißt die Datei dazu. Dann sehen wir hier auch schon gleich, dass der Konstruktor für uns mit vorbereitet worden ist. Und da müssen wir jetzt, das hatten wir uns ja eben schon überlegt, drei Parameter übergeben, nämlich den Vornamen, den Nachnamen und die Matrikelnummer. Weil ich gerade faul bin, verwende ich hier etwas kryptische Variablen, nämlich V, N und M. Das ist nicht unbedingt geschickt und man sollte das eher nicht so machen, sondern hier eher sprechendere Namen verwenden. Aber hier hat das natürlich auch einen didaktischen Sinn, denn ich möchte gleich noch auf die Benennung von Parametern und Eigenschaften eingehen und wie das miteinander zusammenhängt. Jetzt müssen wir die Eigenschaften, die unsere Klasse Student besitzen soll, definieren. Und dafür müssen wir sagen, was denn jetzt mit diesen Parametern passieren soll, die wir hier übergeben bekommen haben. Nun, V soll ja der Vorname sein, N steht für den Nachnamen und M steht für die Matrikelnummer. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die übergebenen Werte in geeigneten Eigenschaften unserer Klasse gespeichert werden. Wie machen wir das? Die Klasse ist ja noch abstrakt. Wir haben kein konkretes Objekt, können also nicht eine bestimmte Variable hier angeben. Deshalb sagt man an dieser Stelle immer, für dieses abstrakte Objekt, über das wir gerade reden, für diese Klasse soll es immer so sein, dass der Parameter V, den wir übergeben bekommen, in der Eigenschaft Vorname gespeichert wird. In unserem Studentenobjekt soll die Eigenschaft Vorname heißen, nicht V. Das erreichen wir dadurch, dass wir hier einmal das Wort this hinschreiben. This besagt, dass das, was wir jetzt machen, für diese Klasse gelten soll. Dann kommt der Punkt. Den Punktoperator kennen wir schon. Und dann kommt der Name, wie unsere Eigenschaft heißen soll, also Vorname. Diese Eigenschaft Vorname, die alle Objekte dieser Klasse damit dann besitzen, soll den Wert erhalten, den wir in der Variablen v übergeben bekommen haben. Damit ist jetzt die Eigenschaft Vorname mit dem Wert belegt, den wir als ersten Parameter übergeben bekommen. V ist in diesem Sinne eine lokale Variable, die außerhalb dieser Methode, dieses Konstruktors, niemanden interessiert und die niemals irgendjemand, der unsere Objekte der Klasse Student verwendet, zu Gesicht bekommt. Diese Variable ist eine interne Variable und deshalb ist der Name an dieser Stelle auch vollkommen beliebig, weil er nach außen, wie gesagt, überhaupt keine Rolle spielt. Geschickt wäre es trotzdem, wenn ich dem Ding einen vernünftigen Namen gäbe. Ich könnte auch den Parameter direkt Vorname nennen, aber dann würde nicht so deutlich, dass diese Teile tatsächlich unterschiedliche Dinge sind, dass dieser Parameter V etwas ist, was übergeben wird, was aber lediglich eine lokale Variable ist, deren Lebensdauer auf die Ausführung der Funktion beschränkt ist und die daher auch nicht persistent gespeichert wird. Wenn wir aber den Wert, der uns übergeben wird, in einer Eigenschaft speichern wollen, und das wollen wir, dann müssen wir das explizit tun. Und das machen wir auf diese Art und Weise, also durch die Anweisung this.Vorname gleich v. So deklarieren wir die Eigenschaft Vorname für alle Objekte der Klasse Student. Beachtet bitte, dass wir hier kein let stehen haben. Anders als bei der Deklaration von lokalen Variablen, wo wir immer das let brauchen, schreiben wir für die Definition von Eigenschaften this, dann den Punkt, dann den Namen der Eigenschaft. Ein Gleichheitszeichen und dann den Wert, den diese Eigenschaft im Konstruktor zugewiesen bekommen soll. Damit existiert diese Eigenschaft in allen Instanzen, die wir von unserer Klasse Student jemals erzeugen werden. Das Gleiche müssen wir jetzt natürlich mit dem Nachnamen machen und ebenfalls mit der Matrikelnummer. Damit ist unser Konstruktor dann auch schon fertig. Wenn wir jetzt mit newStudent ein solches Objekt erzeugen und dabei drei Parameter übergeben, einen Vornamen, einen Nachnamen und eine Matrikelnummer, dann würde das entsprechende konkrete Objekt erzeugt werden. Damit haben wir nun eine funktionsfähige Klasse. Aber wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und ja auch noch eine Methode mitgeben. Ich hatte eben schon gesagt, dass die Methode getName heißen soll.
Wenn wir noch einmal in das Klassendiagramm schauen, sehen wir, dass diese Methode keine Parameter übergeben bekommt. Daher lassen wir die Parameterliste zwischen den runden Klammern einfach leer. Es folgen die geschweiften Klammern, um dort den Funktionsrumpf hineinzuschreiben. Hier bauen wir jetzt eine Zeichenkette zusammen, die Methode dann zurückgeben soll. Diese Zeichenkette, so hatten wir gesagt, soll bestehen aus dem Vornamen, daran angehängt ein Leerzeichen und daran angehängt den Nachnamen. Wir brauchen zunächst einmal also eine lokale Variable. Das ginge auch ohne eine solche. Aber ich mache das hier einmal mit einer lokalen Variablen. Die deklarieren wir mit letErgebnis gleich und weisen ihr gleich einen Wert zu. Und was wollen wir dort hineinschreiben? Nun zunächst den Vornamen. Wie kommen wir an den Vornamen? Wir haben ja immer noch nicht das konkrete Studentenobjekt. Wir sind immer noch in der abstrakten Klasse unterwegs. Wie wir eben schon im Konstruktor gesehen haben, greift die abstrakte Klasse auf ihre Eigenschaften immer mit dem Wörtchen this zu. Mit this ist immer das später dann jeweils aktuelle, konkrete Objekt gemeint. In dieser Methode machen wir das genauso. Mit this.Vorname erhalten wir den Wert der Eigenschaft Vorname des dann später jeweils aktuellen, konkreten Studentenobjekts. Daran hängen wir ein Leerzeichen an und daran hängen wir den Wert der Eigenschaft Nachname an. Wieder mit dem Wort this davor. Dann müssen wir diese Zeichenkette, die wir gerade zusammengebaut haben, zurückgeben. Damit ist das Objekt fertig. Das ist unsere Klasse Student. Die speichern wir. Die können wir im Moment noch nicht ausprobieren, weil die Klasse an sich ja erst einmal noch nichts tut. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir in unserer Datei student.html die Klasse Student bekannt machen. Das machen wir dadurch, dass wir hier oben ein öffnendes Script-Tag einfügen mit dem Attribut src für source, dem wir als Wert den Dateinamen student.js mitgeben. Ich habe die Datei mit einem großen Buchstaben am Anfang benannt, weil wir ja auch unsere Klassen üblicherweise mit einem Großbuchstaben beginnen lassen. Dann schließen wir das Script-Tag ab. Damit ist ab sofort die Klasse Student innerhalb dieser HTML-Datei bekannt, aber es passiert hier immer noch nichts, weil wir noch keine Objekte erzeugt haben. Das wollen wir jetzt machen, indem wir eine neue Variable deklarieren. Ich nenne sie einfach einmal s, dann kommt das Gleichheitszeichen. Und jetzt möchte ich in dieser Variable ein neues Studentenobjekt erzeugen. Wie das geht, wissen wir schon von den Arrays. Ein Array war ja auch ein Objekt und das haben wir erzeugt, indem wir das Wort new geschrieben haben und dann dahinter Array, also den Namen der Klasse, von der wir ein Objekt erzeugen wollen. Um ein konkretes Objekt der Klasse Student zu erzeugen, schreiben wir dementsprechend new und dahinter das Wort Student, weil das ja unsere Klasse ist, von der wir ein Objekt erzeugen wollen. In die runden Klammern müssen wir nun natürlich unsere Parameter schreiben. Ich nehme einfach einmal mich als Studenten, auch wenn ich keiner mehr bin. Mit newStudent wird also jetzt der Konstruktor aufgerufen und die drei Parameter werden an den Konstruktor übergeben. Der erste übergebene Parameter wandert in den ersten Parameter des Konstruktors hinein, also in die Variable v. Der zweite Parameter, den wir übergeben, wandert in den zweiten Parameter des Konstruktors hinein, also in die Variable n. Und der dritte schließlich wandert in den dritten hinein, also in die Variable m. Das ist die Reihenfolge, wie das auch bei Funktionen schon der Fall war. Wir haben also jetzt in V, N und M meinen Vornamen, meinen Nachnamen und meine angebliche Matrikelnummer stehen. Den Konstruktor hatten wir so angelegt, dass die so übergebenen Werte dann in den Eigenschaften Vorname, Nachname und MatNR gespeichert werden. V in der Eigenschaft Vorname, N in der Eigenschaft Nachname, M in der Eigenschaft MatNR. Hätten wir das im Konstruktor nicht getan, würde von dem, was wir hier jetzt übergeben, nichts gespeichert werden. Jetzt wollen wir natürlich uns angucken, ob das Ganze auch funktioniert. Dafür geben wir das Studentenobjekt, das wir gerade erzeugt haben, einfach wieder aus. Das machen wir mit DocumentWrite. Für korrektes HTML müssen wir wieder geeignete Tags ausgeben. Ich wähle einfach einmal ein P-Element. Zunächst schreibe ich daher hier ein öffnendes P-Tag hinein. In den Absatz hinein wollen wir jetzt genau die Zeichenkette schreiben, die wir zurückbekommen, wenn wir für das Studentenobjekt die Methode getName aufrufen. Wie heißt unser Studentenobjekt? Das heißt jetzt natürlich nicht mehr this, denn wir reden jetzt nicht mehr über das abstrakte Objekt, sondern über das konkrete Objekt. Und das konkrete Objekt, das wir eben erzeugt haben, heißt s. Mit dem Punktoperator können wir dann auf Eigenschaften oder Methoden dieses Objekts zugreifen. Wir wollen hier auf eine Methode zugreifen, und zwar auf die Methode getName. Die erhält keinerlei Parameter, wie wir uns das überlegt hatten. Hinten an diesen Rückgabewert, der ja eine Zeichenkette bestehend aus dem Vornamen und dem Nachnamen des aktuellen Studenten besteht, hängen wir jetzt noch ein schließendes P-Tag an. Dann dürfen wir immer das Semikolon am Ende der Zeile nicht vergessen.
Wir haben hier jetzt also ein öffnendes PTAG und ein schließendes PTAG und in diesen Absatz hinein wird die Zeichenkette geschrieben, die die Methode getName zurückliefert. Und wenn wir noch einmal in die Innereien dieser Methode hineinschauen, sehen wir, dass von dem dann konkreten Objekt eine Zeichenkette zusammengesetzt wird aus dem Vornamen, einem Leerzeichen und dann dem Nachnamen dahinter. Wenn das also alles so funktioniert, wie ich das gerade behauptet habe, sollte auf unserer Webseite gleich Harald Leerzeichen Selke auftauchen. Und tatsächlich sehen wir nun meinen Vornamen gefolgt von meinem Nachnamen. Damit haben wir also unsere erste eigene Klasse definiert, deren Objekte über drei Eigenschaften verfügen und die über eine Methode verfügen. Wir haben außerdem gesehen, wie wir ein solches Objekt erzeugen können mithilfe des Konstruktors und wie wir eine Methode aufrufen können, um dann in diesem Beispiel die Daten dieses Objekts auszugeben. Das ist alles noch nicht ganz fürchterlich spannend, aber interessante Beispiele werden wir noch bekommen. In diesem Moment geht es erst einmal nur darum, dass wir diese Grundprinzipien verstehen. Wie können wir eigene Klassen definieren und wie können wir dann Objekte dieser Klassen instanzieren, also konkrete Objekte erzeugen, mit denen wir dann arbeiten können. Damit sind wir dann auch für dieses Video schon durch. Im nächsten Video werden wir uns ein größeres Beispiel vorknöpfen, bei dem wir dann auch einmal nicht nur mit einem Objekt, sondern gleich mit zwei Objekten arbeiten werden, die miteinander zusammenspielen und wo dann ein bisschen was Interessanteres passiert als das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Da werden wir dann auch einige Entwurfsentscheidungen treffen müssen, bei denen wir immer überlegen müssen, wie oder was man geschickter oder weniger geschickt umsetzen kann. Vor allem aber wird es ein kleines Programm sein, bei dem man auch sieht, dass man mit diesen Objekten tatsächlich ein bisschen was Vernünftiges machen kann. So hoffe ich zumindest. Tschüss! Bis zum nächsten Video.